Was mich reizt, ist Rennen fahren, der Thrill. Ich bin sehr gut im Auseinanderbauen, im Zusammenbauen, aber wiederum hakt es manchmal. Aber ich bin voll gespannt, was du für Musik hörst. Ich habe mir jetzt letztens ein DJ-Pult gekauft. Und dann knallt es richtig. Mexiko, letztes Jahr war krass. Ich glaube, dass ich wie so zwei Persönlichkeiten dann aufgebaut habe. Einmal der Rennfahrer und einmal der private Mick. Ziel ist es, wieder in die Formel 1 zu kommen und dann erfolgreich zu sein. Oh, ist grün. Oh, ich hab mich. Wir sind heute in Frankfurt, der Finanzmetropole, und treffen Mick Schumacher. Er hat über die Formel 2 und Formel 3 dominiert, ist in der letzten Saison für Haas in der Formel 1 gefahren und aktuell Testfahrer von Mercedes. Um den Rennfahrer Mick Schumacher soll es heute aber gar nicht gehen, denn ich möchte ihn als Person kennenlernen und ich nehme euch heute mit. Seid ihr bereit? Dann legen wir los. Mick landet gleich in Frankfurt am Flughafen, hat ein bisschen Verspätung. Aber das macht ja nichts. Und dann bin ich gespannt auf den Tag heute. Wir haben auf jeden Fall einiges vor. Hallo. Hi. Alles gut? Hi, ich bin Vanessa. Hi, Mick, freut mich. Ja, freut mich auch. Auto steht schon bereit. Legen wir los. Tatsächlich erstmal nicht so ein Elektroauto von Mercedes fahren. Echt? Mhm. Ja, ich bin vorhin schon hierher gefahren und dachte mir, okay. Anders als mein Auto. Boah, ich bin voll gespannt, was du für Musik hörst. Kommt jetzt so House, Elektro? Nee. Oldies? Ne. Ich war am Chillmix am Hören. Ah, Chillmix mag ich auch. Aber das war. So House-Chill? Oder? Ja. Oh. There we go. Hey. Oh. Oh, aber weißt du was? Was erinnert mich richtig krass an Festivals. Ich war vielleicht 3-4 Mal bei einem Festival. Das ist nicht so mein. Echt? Was taugt dir nicht? Nee. Zu viele Menschen, oder? Ja. Ich bin irgendwie so menschenscheu. Echt? Fühlst du dich da unwohl, wenn da so viele sind? Ja. Jetzt waren wir gerade mit so einem riesen Team am Flughafen. Nein, das ist okay. Aber ich meine, so, wenn zu viele Leute da sind, dann ist mir immer so unwohl. Aber es gibt schon ein paar coole Festivals. In Frankfurt war ich letztes Jahr beim World Club Dome. Ein riesen Festival und ist schon cool. Einfach, weil die Musik so komplett laut ist. Ich habe mir jetzt letztens ein DJ-Pult gekauft. Das ist eigentlich ganz witzig. Ja, ja. Wie? Weil so zweites Standbein ist DJ? Nö, einfach nur. Wir hatten eine Weihnachtsfeier und wollten wir keinen DJ irgendwie haben, weil jedes Mal, wenn wir einen DJ hatten, hat er immer nur seine Musik gespielt und nicht unsere. Ja. Und dann warst du so, wiek, wiek, wiek. Ja, aber dann ging es aus und dann ging es nicht mehr. Ich so, okay. Oh, toll. Wie gerade hier. Aber das heißt, du bist eigentlich introvertiert, meintest du gerade? Also ja, gut, als Kind, als wirklich kleines Kind, war ich sehr extrovertiert. Also war irgendwie happy mit, also konnte überall hingehen und mit jedem quatschen. Aber komisch, dass das dann. Ja, so, und dann hat sich irgendwann mal umgedreht. Speziell, als es dann mehr auch in den Kategorien dann in der Formel 3 und Formel 2 dann weiter nach oben ging, wurde es dann immer mehr. Aber hast du dich inzwischen so dran gewöhnt, an so dieses Leben im Fokus und dass du Fans hast? Naja, ich glaube, dass es in dem Fall so ist, dass ich wie so zwei Persönlichkeiten dann aufgebaut habe. Einmal der Rennfahrer und einmal der private Mick halt. Und es ist ab dem Moment, wenn ich jetzt erstmal zur Rennstrecke komme. Und dann bleibt es bis zum Sonntagabend. Ich finde immer, es ist so ein schmaler Grat zwischen dann so kühl sein und nicht arrogant wirken. Ne? Mm. Dafür hätte ich, glaube ich, Schiss, dass die Leute dann denken, boah, ist der arrogant. Ja. Yeah. Wobei, du kommst, glaube ich, schon gut an, oder? Ich denke, dass du schon so ein sympathischer. Ich glaube, generell bin ich jetzt kein Arroganter von Haus aus. Einfach, weil halt meine Eltern mich so erzogen haben. Ja. Würde ich jetzt so sagen, von mir selbst. Ich bin nicht arrogant oder bin eher recht schüchtern in dem Fall. Ja. Oh, ist grün. Oh, ich sehe es nicht. Ja, es ist grün. Dankeschön. Hoppala. Danke. Aber du hast eine Schwester, ne? Eine ältere Schwester, ja. 2 Jahre älter. Wie seid ihr so aufgewachsen? Weil ich habe auch 2 Brüder. Mhm. Und es war nicht immer harmonisch, sagen wir so. Aber es gehört auch dazu, oder? Ja.
Ich meine, je älter wir werden, je besser verstehen wir uns. Aber auch desto weniger sehen wir uns. Also bestimmt hat das auch damit was zu tun. Wo wohnst du aktuell? Wir leben in der französischen Schweiz. Ah, okay. Das heißt, meine Schwester und ich reden auch Französisch. Ah. Wie viele Sprachen sprichst du? 4. Sprachen insgesamt sind einfach so wichtig und auch hilfreich in einfach Arbeitsleben, finde ich. Also was sprichst du? Englisch? Eigentlich Deutsch, Französisch und Italienisch. Italienisch. Ja. Ich möchte noch eine weitere Sprache lernen, aber bin mir nicht ganz sicher, was für eine Sprache das sein soll. Mhm. Ich glaube, Spanisch oder Portugiesisch könnte eigentlich ganz interessant sein. Ja, man muss sich halt die Zeit dafür nehmen, wenn man so eine Sprache lernen will. Ja. Wie sieht es bei dir zeittechnisch aus? Bist du da viel eingespannt beruflich? Ich bin jetzt die ganze nächste Woche durchgetaktet, habe dann die Woche drauf nochmal Trainingscamp. Wie lange geht das? Das Trainingscamp? Ungefähr eine Woche. Bist du ehrgeizig? Ja, nee, ehrgeizig auf jeden Fall. Was bist du für ein Sternzeichen? Widder. Ja, mit dem Kopf durch die Wand. Mhm, pow. Ja. Aber es hat mir eigentlich bis jetzt immer geholfen in jeder Hinsicht. Also, ich glaube an Sternzeichen, muss ich ehrlich sagen. Voll, ich glaube auch voll krass an Sternzeichen. Ich finde, das macht viel aus oder kann viel ausmachen. Ja. Und weißt du, was ich an Widdern sehr schätze? Dass sie super ehrlich und direkt sind. Ja, und ich muss immer das letzte Wort haben. Echt? Uiuiui. War für dich immer klar so, ich werde Rennfahrer und, ne, also... Ja, schon. Also ich habe, selbst bevor ich in die Formel 4 gekommen bin, schon alles durchgeplant gehabt, welche Kategorie ich wann fahre und wie lange. Und so. Im Endeffekt ist es komplett anders gekommen, aber einfach nur der Gedanke, dass ich halt wirklich in die Formel 1 es schaffen möchte, war schon immer da. Jetzt leider dieses Jahr kein Sitz in der Formel 1, aber halt als Reservefahrer bei Mercedes ist natürlich auch ein Schritt vorwärts, weil mit so einem riesen Team kann ich einfach so viel lernen und so viel mitnehmen, auch für meine hoffentlich dann zukünftige Karriere in der Formel 1. Ja. Und hast du so ein finales Ziel oder was ist so dein nächstes Ziel, wo du hin möchtest? Naja, also Ziel ist es, wieder in die Formel 1 zu kommen, 24, und dann hoffentlich zu bleiben und erfolgreich zu sein. Ich meine, das ist ja das Ziel von uns Fahrern, ist, wir wollen Weltmeister werden und das ist auch mein Ziel. Ja. Dementsprechend, wie gesagt, versuche ich besser zu sein als gestern und morgen den heutigen Weg quasi zu übertrumpfen. Wie wichtig ist dir dein Privatleben? Also Privatleben war schon bei meinem Papa halt extrem wichtig und das haben wir wirklich durchgezogen und halt auch für mich selber jetzt einfach so übernommen, dass es halt, ich möchte nicht allzu viel teilen. Ja, ich teile hier und da was. Ich habe natürlich meinen Hund geteilt, also Leute kennen meinen Hund mittlerweile, aber mehr als das jetzt auch nicht. Aber du bist voll der entspannte Autofahrer, ne? Ja gut, jetzt fahren wir auch mit Videobeweis. Auch. Aber jetzt würdest du eigentlich Gas geben, oder? Wenn hier so eine gerade Strecke ist? Ja. Oder ja, bist du richtig reingebrettet? Nee, ich würde natürlich ganz sauber und langsam und sicher fahren. Was ich ganz gerne mache, ist auf einer Rennstrecke mit Autos rumfahren. Weil da kann ich halt einfach dann so fahren, wie ich auch fahren möchte, ohne dass ich quasi jemanden anders in Risiko versetze. Ja. Und so mit Schnee driften, machst du sowas auch? Ja, sobald es schneit, bin ich draußen. Yay! Aber bist du dann auch so ein richtiger Autofreak, dass du so richtig schraubst und so, oder? Ich habe mir 2 Autos gekauft, die recht alt sind, sagen wir mal so. Die halt wirklich auch noch einen Kabelzug haben am Gaspedal, also rumgeschraubt wird da schon. Aber im Moment muss ich das umbauen, damit es straßenlegal ist. Mhm. Weil ich gerne auf der Straße fahren möchte. Darum lasse ich das jemand anders machen, weil ich einfach die Zeit dafür nicht habe. Ja. Also bist du aber trotzdem schon auch so ein Bastler? Ja, schon. Ich bastel in allem rum. Irgendwie, keine Ahnung. Ich bin sehr gut im Auseinanderbauen. Mhm. Im Zusammenbauen wiederum hakt es manchmal. Aber hast du trotzdem noch irgendwie so eine Passion, irgendwie eine Leidenschaft? Surfen abseits. Zum Beispiel hat mich jetzt irgendwie ein bisschen gepackt. Sonst Fitness an sich. Im Home Gym wahrscheinlich dann, oder? Genau.
oder Hunde. Tiere an sich sind super cool, finde ich super interessant. Von daher, es gibt auf jeden Fall noch ein paar Sachen, die ich gerne machen möchte, aber das kann ich auch, nachdem ich dann fertig bin mit Rennfahren, machen. Was machen wir denn heute eigentlich? Ich fühle mich wie so eine Praktikantin eigentlich. So ein Tag mit Mick Schumacher. Vielleicht wie so ein, als hätte ich so ein Meet and Greet gewonnen. Ja, was machen wir heute? Also wir fahren zu einem Studio. Und da werden wir ein paar Bilder machen, ein paar Aufnahmen. Und dann, glaube ich, geht's auch schon zum Heute Abend Ball. Ist das Event, ne? Ja. Ball des Sports. Der Tag ist fast vorbei und ich habe noch eine kleine Überraschung. Wir fahren jetzt ein bisschen Rennen. Hast du Lust? Ja. Ich glaube, meine Chancen stehen nicht ganz so gut. Ich bin aber ein schlechter Verlierer, würde ich mal sagen. Ach, mit Vorsprung. Du hast das Ding gar nicht an. Du kannst nicht driften. Habt ihr das gehört? Guck, da oben links. Musst du ausmachen. Ich kann nicht driften. Jetzt. Das war einfach der einzige Grund, ja, warum ich Letzter geworden bin. Jetzt habe ich es ausgemacht, jetzt kannst du driften. Egal, aber es war trotzdem schön. Also vielen Dank für den Einblick in dein Leben. Es war cool, mal so einen Tag mit dir zu verbringen. Hat echt Spaß gemacht. Und schön.